Ich habe in der Schule damals schon ein Praktikum in der 9. Klasse in einer Werkstatt abgeschlossen und mir gemerkt, dass ich gerne etwas Handwerkliches mache. Dazu war ich in der Schule auch noch gut in Physik und Mathematik. Darauf kam ich dann auf den Beruf über Berufsinformationszentrum. Mir gefällt, dass der Beruf sehr abwechslungsreich ist. Man muss verschiedene Teile machen, man muss sich immer wieder neue Gedanken machen, wie man das Teil macht, ob das Teil überhaupt möglich ist, herzustellen auf den Maschinen, die wir besitzen. Meine Aufgaben in dem Beruf sind es, Maschinen einzurichten. Dazu gehört, die Werkzeuge auszuwählen, die Schnittdaten auszuwählen, das Programm zu schreiben, falls es nicht schon geschrieben worden ist. Außerdem die richtigen Messmittel zur Verfügung stellen, damit sie in der laufenden Produktion auch gemessen werden können. Genau, diese Sachen werden dann eingebaut, die Werkzeuge, die Spannmittel, der Stanglader, den wir zum Beispiel in unserem Betrieb besitzen, wird vorbereitet und auch ebenfalls eingestellt. Ein besonderes Erlebnis war, dass mir einige Werkzeuge abgebrochen sind, nachdem ich einem Kollegen zeigen wollte, wie das Programm abläuft und vergessen habe zu gucken, wo die Werkzeuge vorher stehen. Die Ausbildung verlief sehr gut. Man hat angefangen damit, dass man erstmal Gefühl für die Metallteile kriegt, indem man feilt, sägt und bohrt mit einer Tischbohrmaschine. Danach geht es zu den konventionellen Maschinen, die dann mit Handrädern betrieben werden, aber eben schon ein angetriebenes Futter besitzen oder eben angetriebenes Werkzeug bei den Fräsen. Wir sind eine Dreherei, deswegen bevorzugen wir das angetriebene Werkstück. Daraufhin, ganz zum Schluss der Ausbildung, fangen wir an, CNC-Programme zu lernen und einrichten, wie Maschinen einzurichten sind. Das, was ich dann im laufenden Betrieb dann auch tun werde. Die Ausbildung geht 3,5 Jahre. Man könnte verkürzen auf 3 Jahre. Die Vergütung ist sehr gut, überdurchschnittlich im Gegensatz zu den anderen Berufen.